So, hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem dritten Video bezüglich der abstrakten Malerei. Heute haben wir die Leinwand mal weiß bestrichen mit Flüssiggrund. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was man da für schöne Ergebnisse erzielen kann. Wenn ihr jetzt einfach nicht wisst, was ihr malen sollt, dann, wie schon im anderen Video erklärt, malt einfach mal drauf los. Was ich jetzt mal mache, wozu ich jetzt mal wieder Lust habe, ich male zum Beispiel relativ gerne Blätter. Jetzt nehme ich mir mal hier mit meinem dünnen Blumenpinsel etwas dunkelblau und fange mal an, hier jetzt einfach mal ein Blatt zu zeichnen. Gerade wenn ihr mit der Malerei generell anfangt, ist das eigentlich die beste Möglichkeit, sich mal zu überlegen, was will ich machen, in welche Richtung möchte ich gehen. Und vor allen Dingen lernt man so ganz gut die Pinsel kennen. Wie verhalten sich die Pinsel, wo muss ich die Farbe auftragen? Und das macht eigentlich richtig Spaß. Ich fange jetzt hier einfach mal wild drauf los, an irgendwelche Blätter zu malen. Das hat jetzt keinen größeren Sinn. Ich mache es jetzt einfach mal, weil es mir Spaß macht. Und ihr einfach mal sehen sollt, wie sich die Farbe auf der weißen Leinwand verhält. Wir können dann auch mal eine andere Farbe mit reingehen. Und das mischt sich dann ganz schön. Das macht eigentlich ganz gut Spaß. Wichtig, was ihr gleich noch sehen werdet, ich habe jetzt hier den Pinsel, mit dem ich das Weiß vorgemalt habe. Nicht im Terpentin ausgewaschen, beziehungsweise Terpentinersatz, sondern den habe ich nur auf einem Zebertuch ausgewaschen. Warum, werdet ihr es gleich sehen, nämlich wenn wir das verblenden, wenn dann Terpentin drin ist, dann wird das nicht, dann sieht das nicht schön aus. Deswegen machen wir das so, dass wir da die Farbe drin behalten, wie ihr hier seht. Der ist noch voller Weiß, weil ansonsten verschwimmt das so. Und wenn man jetzt nämlich einfach mal sagt, so, mal gucken, ich will einfach nur mal sehen, was passiert und mal hier so ein bisschen in die Farbe reinstreicht. Ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier blau und ein bisschen lila und jetzt verstreiche ich das einfach mal. Und schon hat man da echt total schöne Effekte. Einfach nur, indem ich das einfach ein bisschen verstreiche. Wenn ihr jetzt das nächste anfangt, immer den Pinsel einfach nur auf dem Zebertuch so ein bisschen auswischen und dann könnt ihr mit den nächsten Konturen beginnen. Ich nehme jetzt mal etwas Grün und gehe jetzt mal hier drüber, über das, was wir bereits verwischt haben. Da kann ruhig ein bisschen mehr sein. Das ist das Schöne, hier können wir auch ein bisschen mehr Farbe nehmen. Streichen das einfach mal hier drüber. Nehmen auch ein bisschen Türkis damit rein, damit sich die Farbe in unserem Pinsel wiederfindet. Streichen dann nochmal einen Tick Blau drüber. So, und ihr seht das einfach, wenn ihr direkt malt, was für schöne Farbnuancen sich da ergeben, wie die Farben sich miteinander vermischen. Das sieht einfach wirklich, das sieht so schön aus und das macht wirklich Spaß. Manchmal ist es auch einfach, dass man sich für ein Bild Zeit nehmen muss, dass ihr nicht einfach mit einem großen Pinsel drauf losmalt. Da kann man natürlich auch tolle Sachen mitmachen, nur dann ist das Bild natürlich auch gleich voll. Na, das darf man natürlich nicht vergessen. Und deswegen manchmal einfach mit einem kleinen Pinsel losmalen. Und manchmal ist es so, dass man während man malt, dann eine ganz tolle Idee bekommt, was man malen möchte. Und ihr seht das jetzt, wenn man das jetzt hier so ein bisschen verstreicht, dass es einfach total schön aussieht. Das sieht aus wie ein Schmetterling, das sieht aus wie Wind, wie vielleicht ein kleiner Tornado. Und wenn man einfach so weitermalt, jetzt Stück für Stück, kann das einfach zum Beispiel sein, dass man wirklich sagt, oh Mensch, also das ist ja, das war zwar jetzt gar nicht beabsichtigt, dass ich das da draus mache, aber das sieht ja so toll aus. Und dann nehmt ihr euch das einfach vor, fürs nächste Mal malt ihr daraus ein wunderschönes Bild. Und hier kann man halt wirklich, ihr könnt jetzt einfach mit den Farben spielen. Ein bisschen dicker, ein bisschen dünner. Und das ist einfach so, das entspannt. Ich muss wirklich sagen, das entspannt. Man kann da ganz in Ruhe bei nachdenken. Und ihr könnt jetzt auch schon mit diesem Pinsel hier ziehen, seht ihr, dann habt ihr auch schon die gleichen Effekte. Und wenn man jetzt sagt, so Mensch, das mit dem Verblenden finde ich eigentlich total klasse, das gefällt mir sehr gut. Dann malen wir jetzt mal hier so ein bisschen dicker. Und ich zeige das jetzt nochmal anhand von so einem richtig schönen Streifen. Dafür nehme ich jetzt mal kurz einen sauberen Pinsel, das ist ganz wichtig. Weil wenn man das zu oft mischt, hat man natürlich irgendwann einfach nur Matsche. Ich mache mir jetzt hier einfach einen grünen Strich, wie ihr seht.
Irgendwie ist das Grün ein bisschen nicht so dick. Oder ich habe hier zu viel Weiß drauf. Das kann jetzt auch sein. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Weiß auf der Leinwand, weil ich jetzt etwas eine andere Leinwand genommen habe. Ich glaube, ich spreche jetzt mittlerweile so langsam, dass er mich leise, dass er mich gar nicht mehr versteht. Es tut mir leid, ich bin so hoch konzentriert. Und jetzt wollte ich euch mal einmal kurz zeigen. Ihr habt jetzt hier einen schönen grünen Strich und den verblenden wir jetzt einfach mal. So richtig schön verblenden. Und jetzt sieht das hier zum Beispiel aus wie ein kleines bisschen wie ein Auge. Und wenn man da jetzt nochmal rauf geht, wischt da einfach ruhig einmal komplett drüber. Guckt euch das an, was da passiert. Nicht alles. Wenn ihr hier so ein bisschen Rand lasst, sieht es natürlich toll aus. Und wenn man das jetzt hinterher so macht, angenommen, ihr habt jetzt die ganze Leinwand in diesem Stil und dann ganz zum Schluss nochmal sagen, so. Also das hier, diese Form gefällt mir besonders gut. Das betone ich jetzt nochmal so ein bisschen mehr. Und hier drüben nehme ich nochmal ruhig ein bisschen Türkis mit rein. So, dann kann man da nochmal ein bisschen mehr machen. Und also so habt ihr wirklich die Möglichkeit, aus nur ganz leichten Farben wirklich großartige Effekte zu erzielen. Hier oben wischen wir auch nochmal so ein bisschen drüber. Und ihr müsst ja auch nicht die ganze Leinwand formen. Ihr könnt das auch weiß dazwischen drin lassen. Und dann füllt ihr das einfach mit dem Brushpinsel aus. Zieht das hier wunderschön rüber. Das gleiche nochmal hier. Wichtig ist, zieht nicht immer in die gleiche Richtung, zieht auch mal in verschiedene Richtungen. Und dann ergeben sich daraus wirklich wunderschöne Dinge. Ne? Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr macht das für die ganze Leinwand und das wird hinterher so toll aussehen. Ich mache jetzt mal einen Break. Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Mal das mal fertig und dann mache ich gleich noch mal ein kleines kurzes Endvideo. So, wie ihr seht, ist mein kleines Bildchen jetzt fast fertig. Ja, ich musste etwas vorspulen, weil sonst hätte das einfach viel zu lange gedauert. Als kleinen Tipp nochmal, ich habe jetzt eine günstigere Leinwand benutzt. Das ist jetzt nicht die, die ich sonst benutze. Und was ich jetzt tatsächlich vergessen habe, wenn die nicht vorgrundiert sind, dann schlucken die die Farbe. Selbst die Flüssiggrundierungen, die schlucken die einfach. Also ihr habt vielleicht, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich musste mal ein bisschen weiß nachmalen, weil die Leinwand diese Farbe wirklich aufgesogen hat. Das ist hinterher zu trocken geworden und dann geht die Wirkung verloren. Also dann könnt ihr dieses ineinander verlaufen lassen. Das funktioniert dann nicht mehr. Wenn ihr das nachstreicht, das ist überhaupt gar kein Problem. Denkt nur daran, dass ihr auch wirklich das Flüssigweiß dafür nimmt. Und mit dem Titanweiß bitte das erst ganz spät reinbringen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel noch einzelne Sachen aufhellen. Da könnt ihr jetzt auch das Titanweiß für nehmen. Nur wenn ihr das gleich zu Anfang ins Bild schmiert,
ich sag jetzt schmiert, weil es wird hinterher nicht mehr schön. Ihr kriegt keine Farben mehr hin. Die Farben werden unrein. Es wird alles grauer und grauer. Und deshalb mit dem Titanweiß arbeitet bitte ganz zum Schluss. Das sollte man nicht am Anfang verwenden. Das ist wirklich echt wichtig, weil ja, sonst wird das Bild nichts. Gerade wenn ihr mit der Mischtechnik arbeiten wollt. Jetzt ist mein Bild soweit fertig. Jetzt kann ich mir hier ein bisschen Titanweiß nehmen. Und jetzt will ich einfach mal diese kleine Blüte hier nochmal ein bisschen, dann nochmal ein klein bisschen Akzente reinbringen. Und da kann ich jetzt natürlich das Titanweiß nehmen, weil das ist natürlich viel fester und dementsprechend nicht zum Vermischen geeignet. Aber um Akzente zu setzen, ist es natürlich gerade ganz optimal. Wie gesagt, also das funktioniert immer ganz gut. Und wie ihr seht, habe ich ganz oft Sachen gemalt, die ich dann wieder übergemalt habe. Und mich dann doch umentschieden habe, was anderes zu machen. Oder es hat mir zwar gefallen, was ich gemacht habe, aber nicht, wie ich es gemacht habe. Und ja, das ist das Schöne beim abstrakten Malen. Malt es einfach über, macht was anderes draus. Entscheidet spontan durch die Bewegung, was könnte dadurch entstehen. Zum Beispiel hier hatte ich zuerst überlegt, wenn ich das hier noch nicht schon gemalt hätte, dann hätte ich hier jetzt einfach eine Welle noch eine schönere draus gemalt. Das wäre wunderschön gegangen. Hier kam mir dann der Einfall von Blättern und das sieht aus wie Samen, die hier wegfliegen. Und ja, das ist also, während ihr das Bild malt, werdet ihr sehen, wie da wundervolle Sachen entstehen. Und auch wenn ihr das hier zu sehr verwischt habt, dann geht ihr hinterher nochmal nachträglich rein, setzt nochmal ein paar Akzente. Da kann man ganz viel mitmachen. Also wirklich, das macht Spaß. Das ist wirklich, wirklich toll. Und ja, euch stehen hier alle Möglichkeiten auf. Und wenn ihr jetzt hier sowas malt, dann überlegt nicht, oh Gott, gefällt das oder ist das denn wirklich gut? Es ist gut, wenn es euch gefällt. Wenn ihr sagt, oh Mann, das sieht ja total cool aus, dann lasst ihr das auch so. Und wenn ihr sagt, oh, nee, also das ist jetzt nicht so schön geworden, also das gefällt mir jetzt gar nicht, dann ändert ihr das. Aber denkt nicht darüber nach, wie es jemand anderem gefallen würde. Das ist beim abstrakten Malen wirklich ganz, ganz wichtig. Malt das wirklich so, wie ihr es wollt, wie ihr euch es das vorstellt. Und ihr seht jetzt hier, ich punche jetzt wirklich einfach drum rum. Und irgendwie sieht es total interessant aus. Also ich weiß auch nicht, was ich hier gerade mache. Aber das ist halt mein Bild. Und ich kann entscheiden, was ich hier mache. Und wenn jetzt jemand sagt, das sieht ja total blöd aus. Das sah vorher echt schön aus, aber jetzt nicht mehr. Ja, dann ist das so. Mir gefällt es so. Mir gefällt es richtig gut. Ich finde das mal echt toll, was mir hier gelungen ist. Und ich hoffe, ihr kriegt das genauso hin, dass es euch gefällt. Das ist das Wichtigste. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!